Oh, FC Köln! Erster FC Köln! Wie spielen die Jungs eigentlich? Das ist eine der größten Fragen beim FC in dieser Zeit. Die Kölner sind ganz sicher eine der größten Wundertüten, die die Bundesliga aktuell so zu bieten hat. Denn um die letzten 12 Monate der Kölner mal kurz zusammenzufassen, Absteiger, Champions League, Absteiger. Und die große Frage ist jetzt, ist Markus Gisdol der Heiland oder ist er einfach nur Markus Gisdol? Transfermäßig ist bei den Kölnern relativ wenig passiert. So wenig, dass sie eine genaue Ausgabe von 0 Euro haben und Einnahmen von 0 Euro. Terodde ablösefrei nach Hamburg, Ron-Robert Zieler ablösefrei von Hannover nach Köln und da sind wir auch schon beim Stichpunkt Tor. Timo Horn ist weiterhin die Nummer 1 in Köln. Gebürtiger Kölner und nach ein, zwei bisschen schwächeren Saisons sah es zumindest phasenweise in der abgelaufenen Saison wieder richtig gut aus. Mit Ron-Robert Zieler hat man natürlich einen Torwart geholt, der auf Sicht eventuell auch ganz gerne Nummer 1 wäre und das ist natürlich auch genau der Gedanke. Man will Timo Horn zeigen, ey klar, du bist unsere Nummer 1, aber ganz im Ernst, du hast trotzdem jemanden im Nacken. Trotzdem, Timo Horn kriegt den Zuschlag und geht für die Kölner als Nummer 1 in die neue Saison. So, und jetzt habe ich einfach schon angefangen, euch Positionen zu nennen, ohne zu sagen, welches System sie wahrscheinlich spielen werden. Die Kölner sind ja letztes Jahr häufig in Fünferkette aufgelaufen und viele Köln-Fans wünschen sich das auch wieder und trotzdem deutet vieles auf ein 4-2-3-1 hin. Bleibt weiterhin eines der beliebtesten Systeme in der Bundesliga. Und das bedeutet, wir sind auf der Linksverteidigerposition angekommen und da hat man natürlich mit Jannis Horn einen Rückkehrer, der potenziell, eventuell auch gerne spielen würde. Aber man hat auch Noah Katterbach. Und Noah Katterbach hat letzte Saison, ist inzwischen 19 Jahre alt, bewiesen, dass er ein absolutes Ausnahmetalent auf dieser Position ist. Und Katterbach wird sich auch in den kommenden 12 Monaten ganz sicher weiterentwickeln. Auch wenn man in der Vorbereitung jetzt manchmal das Gefühl hatte, eventuell hat Horn sogar wirklich eine Chance zu spielen, glaube ich ehrlich gesagt kein bisschen dran. Wenn man ein Talent wie Katterbach im eigenen Kader hat, dann setzt man auf den Jungen, denn alles andere wäre, ja, bescheuert. Also Noah Katterbach auf der Linksverteidigerposition und dann geht es weiter ins Zentrum. Wer ist sein Partner auf der linken Innenverteidigerposition? Und hier ist die große Frage, was will Markus Gisdol? Will er einen Linksfuß? Oder ist es ihm egal und er will die nominell stärksten Innenverteidiger nebeneinander haben? Höchstwahrscheinlich würde er sich hier für den Linksfuß entscheiden wollen und dann sind nur noch Woloda, ein 19-jähriges Talent, oder Rafael Zichos in der Verlosung und die Vorbereitung deutet darauf hin, als würde Zichos tatsächlich spielen. Das wird viele Köln-Fans nicht richtig glücklich machen, aber auf deiner Seite wäre es auch sonst spielen. Sörensen und Meret könnte spielen, wenn er endlich mal den Schritt macht, den wir seit 3 Jahren von ihm erwarten. Warum sollte das jetzt passieren? Keine Ahnung, ich glaube auch nicht dran. Und deshalb die linke Innenverteidigerposition an Rafael Zichos. Weiter geht's auf der rechten IV und da gibt's überhaupt keine Diskussion. Sebastian Bonneau, fertig. Ist so. Bonneau ist einer der größten Shootingstars in der abgelaufenen Bundesliga-Saison gewesen. Es gibt keine Diskussion, dass der Belgier bei Köln der Abwehrchef ist. Und sein Berater, Daniel Verbeuthen, hat vor kurzem nochmal gesagt, Bonneau hat kein Interesse an einem Transfer. Er ist beim richtigen Verein, um sich weiterzuentwickeln. Und die Ersatzleute für Bonneau wären genau dieselben, die ich gerade eben genannt habe. Sörensen oder Jorge Meret. Aber Bonneau und Zichos ist die Innenverteidigung und damit sind wir bei der Rechtsverteidigung, wo letzte Saison Kingsley Sibué komplett gesetzt war. Die Vorbereitung allerdings, die lässt vermuten, dass der Nigerianer seinen Stammplatz verloren hat an Benno Schmitz. Kingsley Sibué hat natürlich Vorteile, wenn es um Tempo und Athletik geht, und zwar enorme Vorteile, der ist ungefähr doppelt so schnell wie Schmitz, aber Schmitz ist ein soliderer Arbeiter im Abwehrverbund und das scheint Gisdol in der Vorbereitung zu überzeugt haben. Benno Schmitz auf der Rechtsverteidigerposition und wir kommen ins Mittelfeld und die Doppel-6 kann man noch schneller durchrattern als die Verteidigung. Links Jonas Hector und rechts Skiri. Und dann kommt mit ganz viel Abstand erstmal gar nichts. Ist aber auch nicht schlimm. Wenn ihr beide fit sind, haben sie in der abgelaufenen Saison in Teilen bewiesen, dass sie eine bärenstarke Doppel-6 sein können. Der Tunesier Skiri läuft dabei mit am meisten von allen Bundesligaspielen und hat eine absolute Pferdelunge. Er läuft alle Lücken zu, die Jonas Hector eventuell öffnen lässt, während Hector für den Spielaufbau verantwortlich ist. Alternativen? Ja, der zwischenzeitlich aussortierte ewige Marco Höger ist da eine oder Elvis Rexbitschei und ich hoffe, ich habe den Namen ansatzweise richtig ausgesprochen und ich weiß auch, dass ihr mir in den Kommentaren mehr als einmal was dazu erklären, wie man ihn ausspricht, aber ich sag nochmal, ist nicht so einfach, wenn es einfach nur geschrieben da steht. Und dann sind wir auch schon in der offensiven Dreierreihe angekommen, besser gesagt auf der linken Flügelposition und da gab es bei Köln letzte Saison, Überraschung, einen Shootingstar.
Ismael Jakobs ist genau wie Horn und Ron-Robert Zieler ein gebürtiger Kölner und deutscher U-Nationalspieler. Der linke Flügelspieler ist peitschnell, dribbelstark, gut, überraschend bei seiner Position. Und es sollte doch sehr überraschend, wenn er auf links nicht den Vorzug bekommt. Florian Kainz ist natürlich gelernter linker Flügelspieler, doch den haben wir A woanders eingeplant und B hätte Jakobs wahrscheinlich trotzdem die Nase vorn. Die Offensivreihe der Kölner ist insgesamt ziemlich flexibel. Es gibt viele Spieler, die auf den drei Positionen spielen können und mit Robin Hack ist noch einer im Anflug, der eigentlich auch alle drei bekleiden kann. Genau beim VfB Stuttgart dürfte auch beim 1. FC Köln die 10 eine der spannendsten Positionen im ganzen Kader sein. Denn in der abgelaufenen Saison war das so ungefähr die Position von Marc Uth. Und seine Fähigkeit, den Sturm und das Mittelfeld zu verbinden, war elementar für den zwischenzeitlichen Erfolg der Kölner. Marc Uth wird höchstwahrscheinlich nicht zurückkehren und das bedeutet, es ist eine ziemlich große Lücke, die hier gestopft werden muss. Aktuell sieht es so aus, als hätte Elvis Rexbeçay hier die Nase vorn. Doch es ist ein ziemlich offenes Rennen. Salih Özcan, übrigens gebürtiger Kölner, ist auch einer von den Kandidaten, die dort spielen könnten. Und auch Dominik Drexler, der Ewige, hat auch Chancen auf Einsatzzeiten. Richtig spannend wird es hier aber erst, wenn Robin Hack von Nürnberg zu Köln dazustößt. Und ich sage das die ganze Zeit so, als wäre das fix. Das könnte daran liegen, dass ich am Freitag aufnehme und eventuell am Sonntag das Ding schon durch ist. Wenn nicht, habe ich einfach nichts gesagt. Robin Hack ist so flexibel einsetzbar, dass er auch hier auf der 10 zum Einsatz kommen könnte. Aktuell ist das Power-Ranking, glaube ich, Rexbeçay, Özcan und dann Drexler. Robin Hack lassen wir da mal außen vor. Rechter Flügel und Überraschung, genau wie überall beim 1. FC Köln, gibt es auch hier einige junge deutsche Spieler, die sich richtig Hoffnung machen können. Jan Thielemann hat in der abgelaufenen Saison in Phasen überzeugt und das mit 17 Jahren. Jetzt ist er 18, gerade im Mai geworden und ich glaube nicht unbedingt, dass er unangefochtener Stammspieler sein wird. Versteht mich nicht falsch, der Junge wird ordentlich Einsatzzeiten bekommen. Er hat das Vertrauen von Markus Gisdol in der abgelaufenen Saison erobert und dann auch lange behauptet. Doch als Florian Kainz auf dem rechten Flügel zum Einsatz kam, muss man mal ganz ehrlich sagen, hat der Junge richtig geliefert. Er ist gerade noch nicht 100% fit, aber wenn der Österreicher zurück ist, gehört der rechte Flügel ihm. Ansonsten gibt es immer noch Christian Clemens, der hier zum Einsatz kommen könnte, oder die deutschen Talente Tim Lemperle und Marvin Obutz. Und damit sind wir auch schon im Sturmzentrum angekommen. John Córdoba, fertig. Ich meine, wer sonst? Anthony Modest ist auch noch da, aber Córdoba ist endlich angekommen beim FC. In der letzten Saison 13 Tore, 3 Vorlagen? 15 Scorerpunkte? So ungefähr? Ich guck mal nach. Stimmt. John Córdoba ist also bei den Kölnern auch in der nächsten Saison unangefochten im Sturmzentrum gesetzt, wenn er den Verein nicht mehr verlässt. Es gibt immer noch Interessenten, doch derzeit stehen die Zeichen auf Verbleib. Unter anderem auch deshalb, weil der Transfer von Strelý Mamba, den man gerne als Stürmer zum FC geholt hatte, am Freitag im Medizincheck scheiterte. John Córdoba ist die Überlebensversicherung vorne drin und man hat mit Modest ein ordentliches Backup, aber seien wir ganz ehrlich, Córdoba ist besser als Modest. Er ist gesetzt und Modest, wie ich zum 5. Mal jetzt sagen werde, das erste Backup. Und das war's dann auch schon mit der Aufstellung des 1. FC Köln, meine lieben Freunde Kölner. Lasst es mich wissen, wo liege ich komplett daneben? Wer ist der Shootingstar in dieser Saison? Von wem erhofft ihr euch was und wer kann gerne gehen? All das in die Kommentare und wir sehen uns morgen wieder zu den Daily News.